Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal zu dem Thema Lifestyle Basketball. Und da spreche ich jetzt aus meiner Jugendzeit vor allem, oder wie es bei mir damals angefangen hat, wie damals das Feuer entfacht ist, die Leidenschaft zum Basketball. In den 90er war es damals, ja, man kann echt sagen, als die Toronto Raptors in die NBA kamen, damals 1996 war es, Damon Stoudemire war am Start und kanadischen Teams halt die ersten am Start gewesen, Toronto Raptors, Vancouver Grizzlies zum Beispiel, da war wirklich so der Zeitpunkt, da ging die NBA los, da ging Basketball, Streetball-mäßig bei mir alles los und es war Basketball 24-7 ohne Unterbrechung. Du hast eigentlich schon, man muss schon so sagen, du hast im Basketball gedacht. Alles war Basketball, auf Basketball bezogen, alles war Basketball berechnet. Alles, was du damals bekommen hast, basketballmäßig, NBA, teammäßig, irgendwas, ganz egal, du hast alles gekauft. Weil damals muss man auch denken, Internetzugang gab es damals nicht. Es gab kein Internet. Könnt ihr euch das vorstellen? Du konntest nicht einfach mal so schnell was bestellen von eBay, aus Amerika was importieren. Das war wirklich richtig, richtig schwierig. K1X hat damals auch angefangen mit Kicks.com. 96, glaube ich, waren die noch nicht am Start. Das kam dann so langsam. Aber jedenfalls, wenn du NBA-mäßig was bekommen hast, als NBA-Fan was gefunden hast, hast du es sofort gekauft, weil du wusstest, okay, sonst kauft jemand anders. Das war wirklich rar, selten, musstest zuschlagen, war richtig teuer auch. Und ja, deshalb habe ich mir auch eine krasse Sammlung damals aufgebaut. Ich hatte echt alles aus Zeitschriften, wenn man sonst mal irgendwo was bestellen konnte. Auch aus Amerika gab es mal amerikanische Zeitschriften. Das war aber mit Risiko verbunden. Da wusstest du nicht wirklich sicher, hast du das auch bekommen? Weil, wie gesagt, Internet und Tracking-Nummer oder so eine Art, das gab es so in der Form nicht. Du konntest nicht nachvollziehen, wo ist das Paket auf einmal gelandet. Kommt es überhaupt? Hotline und so war auch total von Arsch. Das war wirklich eine andere Welt. Das damals, das war einfach, kannst du dir nicht vorstellen. Jedenfalls basketballmäßig, auch damals muss ich mir immer wieder zurückdenken, es war krass, ne? Du hast dich nicht verabredet wirklich zum Basketballspielen, wenn dann schon in der Schule natürlich, aber du wusstest auch schon, wenn die Leute nicht zu Hause waren, du hast angerufen, hattest ja kein Handy, du konntest nur Festnetz zu Hause anrufen, du wusstest, okay, geht keiner hin, du wusstest, wo er war, der war draußen auf dem Platz und sowas mit allen und eigentlich war der Treffpunkt immer Basketballplatz, das war das Geile. Du musstest nicht fragen, du musstest dich nicht wirklich verabreden, weil du wusstest, hey, heute Abend schönes Wetter, was machen wir? Klar, wir sind draußen zocken, wisst ihr? Und das war einfach der Lifestyle schlechthin. Du warst immer draußen, immer zocken. Eine schöne Zeit, unglaublich. Und heute, wenn ich sehe, so in der Verwandtschaft und Bekanntschaft, so 14-jährige Jungs, Mädels, egal wie schön das Wetter ist, drinnen am Handy, im Internet, nichts anderes mehr machen. Das ganze Leben spielt sich echt nur noch übers Handy ab, WhatsApp und so. Es ist echt krass. Ich merke es bei mir auch, ich hänge viel zu viel im Internet ab, viel zu viel im Handy. Es ist eine solche Sucht, eine solche Scheiße und es tut uns echt nicht gut. Es ist wirklich grausam, aber ja, so ist halt die neue Generation, das ist wirklich schade. Aber kann man nichts machen, gell? Aber naja, trotzdem so der Lifestyle damals basketballmäßig, war eine schöne Zeit. Vermisse ich schon recht und ich vermisse die Leute hier auf dem Sportplatz draußen. Ja, wenigstens kann man hier die Kinder noch ein bisschen rauslocken, aber die wollen auch gleich wieder rein und zocken. Und wollen die gar nicht. Okay, ich bin mal fertig. Ja, jedenfalls, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike und die kleine Jayla ist auch hier zu Besuch mal wieder in Bayern. Und viele fragen immer, hey, Jayla ist doch auch deine Tochter. Nein, ist nicht meine Tochter, ist meine Stieftochter. Weiß ich auch nicht, wie nennt man das dann so? Stieftochter? Du bist mein Homie. Hi, ihr auch? Ja. Ja, in der Hinsicht, vielen Dank fürs Zugucken, euer Mr. Mike, Jayla und die Tia. Mr. Mike Production.